Hans-Jörg Schelling, Sie sind erst seit dem 1. September Finanzminister Österreichs. Was sind Ihre Ziele für die nächsten Monate? Hart arbeiten für dieses Land, Ergebnisse einfahren. Wir haben viel zu tun in der Budgetkonsolidierung, Steuerreform, Wachstum und Beschäftigung. Es fordert die ganze Kraft und das ist mein Ziel, die jetzt auch einzusetzen. Ihr Vorgänger Michael Spindlegger ist unter anderem an einer Steuerreform zerbrochen. Wie kommen Sie mit diesem Erbe zurecht? Zerbrochen würde ich nicht sagen, aber es war ein Teil davon. Ich habe eine ganz klare Strategie. Diese Steuerreform wird kommen. Ein Teil dieser Steuerreform wird eine Steuersenkung sein. Was offen bleibt, ist aufgrund der konjunkturellen und budgetären Lage den genauen Zeitpunkt. Wir haben einen fixen Terminplan in der Bundesregierung festgelegt, bis wann wir das Modell der Reform vorstellen werden. Wir gehen davon aus, dass wir im Juni nächsten Jahres beschlussfähig sind und dann die Steuerreform auch starten kann. Was waren die Themen heute beim Gespräch mit Landeshauptmann Walder? Es war ein guter Erfahrungsaustausch, äußerst konstruktiv. Wir haben heute ein bisschen darüber gesprochen, die Themen, die auch die Länder interessieren, zum Beispiel das Thema Finanzausgleich oder andere Dinge. Wir haben aber über andere Themen gesprochen, wie wir in Zukunft mit diesen Themenfeldern gemeinsam umgehen. Das Wichtigste war die gemeinsame Begegnung, dass wir als Bund und Länder uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern die notwendigen Reformen in diesem Land gemeinsam angehen. Zur Steuerhoheit der Länder, die Vorarlberg ja immer wieder fordert, wie stehen Sie dazu? Ein völlig offener Punkt. Ich sehe das auch ganz offen, das muss man im Rahmen eines Gesamtpakets behandeln. Ich glaube, dass es eine der Möglichkeiten ist. Es gibt auch Bundesländer, die das nicht wollen, aber wir werden das sehr offen prüfen und ich glaube, man kann die eine oder andere Idee durchaus dann in den nächsten Finanzausgleich nach 2016 einbringen.